Seit Beginn der Satellitenmessung 1979 ist das arktische Meer als um 40% zurückgegangen. Große Eisflächen an den Polen sind aber wichtig, um eine noch schnellere Erderhitzung zu verhindern. Denn das Eis reflektiert mit seiner hellen Oberfläche 50-70% der Energie der Sonne zurück ins Weltall. Das nennt man auch den Albedo-Effekt. Wenn es im Sommer schmilzt, entblößt es die dunkle Oberfläche des Meeres, die 90% des Sonnenlichts absorbiert. Das führt dann zu einem sich selbst verstärkenden Prozess. Gibt es weniger Meereis, wird mehr Strahlung aufgenommen und es kommt zu einer noch stärkeren Eisschmelze. Zwischen 1992 und 2017 haben Grönland und die Antarktis 6,4 Billionen Tonnen Eis verloren. Das hat den globalen Meeresspiegel um 17,8 mm ansteigen lassen. Wenn die Polkappen vollständig schmelzen, würde der Meeresspiegel gravierend ansteigen. Das würde dann zu erheblichen Überschwemmungen und verheerenden Schäden in den Küstenstädten weltweit führen. Auch Stürme und Überflutungen würden deutlich zunehmen. Und, last but not least, würde durch die schmelzenden Eismassen Süßwasser in den Ozean gelangen, was das empfindliche Gleichgewicht des Wassers stören würde, von dem aber wiederum das Meeresleben abhängig ist. Also, geht's der Arktis und Antarktis nicht gut? Geht's uns allen nicht gut.